Hey na, was geht? Willkommen zurück hier beim Elden Ring. Yes, yes, ja. Es kann endlich weitergehen. Es gab irgendwie einen Tag kein Video. Hab mich da etwas verfriemelt. Ihr wisst, wie es läuft. Ich bin kein Vollzeit-YouTuber. Ich mach das hier alles völlig kostenfrei, ohne doppelten Boden. Wo war man eigentlich? Ich erinnere mich. Den kann man übrigens ärgern. Wollte ich euch mal gezeigt haben. Ja, sieht schon krass aus, das Vieh, oder? Weg ist er. Ich habe was gemacht. Und zwar, wisst ihr doch, wie ich total oft in Kämpfen angefangen hatte, mich zu ducken. Und dann haben wir die Tastenbelegung. Ich weiß, das hat gar nichts mit dem Game zu tun. Aber ich will das erzählen, weil ich habe einen Masterplan, Alter. Und ihr könnt alle dabei sein und gucken, was passiert. Ja, und dann habe ich auf den linken Stick halt Interaktion gemacht und dieses Auswahlmenü hier. Ne? Und jetzt habe ich das geändert. Und zwar Steuerkreuz nach oben, wo man normalerweise den Zauber tauscht. Das ist jetzt auf dem linken Stick. Das heißt, in Kämpfen könnt ihr jetzt voll oft, und ihr seht schon, das passiert mir schon alleine, wenn ich mich bewege, werde ich das ändern. Das heißt, ich werde nicht mehr mein Schild wegpacken und dann, oder mit dem Schild angreifen. So, lange Rede, wenig Sinn. Lass mal gucken. Wir sind hier irgendwo runter. Ich suche jetzt gerade dieses Mittelteil, wo wir gegen das Duo gekämpft haben. Ich glaube, das ist hier sogar. Bei den einen Weg sind wir gar nicht gegangen. Jo. Und jetzt haben wir den anderen Weg uns angeguckt. Cool. Muss doch was sein, oder? Hier lang. Und hier sind wir ja runtergegangen. Und da ging es ja auch hier lang noch. Da würde ich jetzt mal gern lang. Ja, wie geht's denn euch so? Ich hoffe, dir geht's gut. Der cheatet. Die sind nicht übertrieben stark, aber die sind schon relativ gefährlich, die Dudes, Alter. Ich weiß halt absolut nicht, wo das Endziel hier ist.
Weißt du, ich meine? Weißt du, ich meine? Das ist so ein Teil, wo man springen kann, ne? Guck mal, hier war der Aufzug. Ich versuche das gerade rückwärts zu konstruieren, wie wir vorgegangen sind. Wir sind mit einem Fahrstuhl hier hoch. Und das war vor so einer Nebelwand. Warte. Ah! Ich hab mich selber ins Knie geschossen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt... Warte, das kann ich fixen. Das wäre doch gelacht, wenn man das nicht... Wenn man das nicht, Ich bin auch doof. Warum macht er das immer nach unten? Ich will das doch da haben. Der macht das immer nach unten. Hä? Jetzt. So. Das funktioniert. Ist natürlich klar, ne? Wenn ich auf ein Steuerkreuz nach oben drücke, kann ich nicht nach unten drücken, um die Lampe anzumachen. Drücken, um die Lampe anzumachen. Deswegen habe ich euch am Anfang erzählt, was ich gemacht habe, Freunde. Weil ich nämlich wusste, das wird wahrscheinlich ein bisschen bescheuert. Lass mal gucken, ob es hier drunter was. Ja, der Tod. Aber ich glaube, hier sind wir richtig. Denn hier ging es irgendwo... Ich muss noch ein bisschen lauter machen. Das ist sehr laut. Denn hier ging es irgendwo hin. Oder geht's hier nirgendwo hin? Das kann doch nicht sein.
Hier war ich auch schon. Naja. Der Drachentempelaufzug, das sieht so aus, als ob es halt da weitergeht. Wir müssen jetzt gucken. Keinen Bock auf die Typen. Deswegen laufe ich einfach voll in die Reihen. Was halte dann davon? Damit rechnen die nicht. Damit kriege ich die. So, so weit waren wir ja. Na, hier war Alexander. Wir müssen irgendwie da weiter nach oben kommen. Ich hatte gerade schon wieder überlegt, da runter zu springen. Aber das ist dumm. Ja, wie gesagt, ich habe mir nicht vorher angeguckt, wo wir jetzt hier lang müssen. Hätte ich vielleicht machen, hätten tun sollen. Diesmal gehen wir mal hier rüber, holen uns das. Dunkelschmiedestein. Das ist aber auch nur der Anfang wieder. Hä? Oder geht's da beim Drachen weiter? Oder? Dreh ich durch? Ich weiß ja, dass es hier weitergeht. Es muss ja hier weitergehen. Oh oh. Ist ja toll.
Ha. Ich bin wirklich überfragt jetzt. Von Dinger würde ich sagen, es geht hier weiter, ne? Freunde, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann doch nicht jetzt eine Folge hochladen, Alter, wo wir quasi einfach gar nichts machen. Hallo? Bisschen Gefäßschild. Guck mal. Guck mal einer Schau, Freunde. Da so sauer? Lassen wir das. Die Musik hier ist hier Wahnsinn, ne? Die Musik hier ist hier Wahnsinn. Man merkt immer, wenn ich ein bisschen angespannt bin, dann ist mit der deutschen Sprache noch schlimmer als sonst. Drachenschild-Talisman. Mensch, genau den haben wir gebraucht. Und da liegt noch einer. Okay. Mal kurz gucken, ist hier ein...
Steht ein einsamer Ritter. Really? Wo ist denn hier der Typ jetzt hin, der so übelst angepisst war? Mach deinen Zauber da unten. Was mich wundert ist, ich bin mir sicher, wir haben so gut wie alles aufgehoben und jetzt sehe ich da drüben schon wieder ein Item liegen. Das ist doch alles irgendwie, Schmiedestein 7. Limitierte Auflage. Okay. Ich bin nur froh, dass wir jetzt tatsächlich hier in diesem zerklüfteten Teil einen Weg gefunden haben, der zu funktionieren scheint. Willst du gucken? Hier oben sah es so aus, als ginge es weiter, ne? Ich meine, das sieht alles aus, als ging das weiter und geht dann nicht weiter. Nee, hier ist nur ein Hund. Geräuchertes, gesprenkeltes Fleisch. Okay. Dann müssen wir also zu diesem einsamen Ritter da unten. Ich hab's mir fast schon gedacht. Oh no, das ist ein Dings. Oh hell no. Kommt da noch mal rein. Ich weiß nicht mehr, was da reinkommt. Wir machen also Regen rein. Wahrscheinlich ist er gar nicht so schlimm. Was bloß. An den können wir uns nicht anschleichen, ne? Mann, einer von denen, ey. Mit der Kraft der 10 Engel! Weil ich mich so lustig gemacht habe über ihn. Ich sag's immer wieder, der Typ ist unlustig.
Nein, 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 nein. Der hat aber auch eine Range, die ist nicht normal, Alter. Ich weiß nicht warum. Das sind meine absoluten Hassgegner. Okay, ist jetzt die Frage, sind es wirklich meine absoluten Hassgegner? Jetzt sag mir nicht, hier geht's nicht weiter. Das ist ein Zeichen der Gnade. Ey, das ist ein Gebiet hier, oder? What the fuck? Wie viel fehlt denn uns, um aufzusteigen? Bisschen was. Hey! Arschloch. Das ist auch random. Die Schmiedesteine hier. Mein Plan ist, den so zu treffen, dass er auch verschwindet. Ich glaube, das wird nichts. Ich frage mich, ob man da runterspringen kann, wenn man diesen Katzenring anhat. Freunde. Und guck mal, wie eklig das hier ist. Und die Vögel, die interessiert es gar nicht, weißt du? Hallo?
guck grad, hat man da überhaupt irgendwo eine Stelle, wo man safe ist? Naja, wir sind eh über das Folgenziel hinausgeschossen. Freunde, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Elden Ring. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Endlich wissen wir, wo es lang geht. Ey, zusammen ein bisschen Zeit verbringen ist doch auch was Schönes. Oder? Oder? Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Dir einen schönen Tag. Bye bye. Schluck auf. Ist das das Ende?